Haben Sie denn Scheiß verzählt? Ja, kann auch an meinem Tisch unten liegen. Der ist halt ziemlich, ja, stabil, sag ich mal. Aber wenn ich ihn so auf dem Schoß habe, eine Schaumstoffmatte drunter. So am Schoß geht's eigentlich, aber so und am Tisch. Ja, aber Schaumstoffmatte, okay. Schwierig, ich bewege da und hin und her, muss ich mal gucken. Ich höre dann auf mit Destiny, wenn es wieder morgen spielst, mache ich wieder mit. Okay, gut. Verstehe ich schon. Aber gestern hast du was verpasst, hey. Gestern habe ich richtig geiles PvP-Battle gemacht. Arena oder wo oder so, Open? Open? Im Höllenschlamm, ne, Höllensumpf. Da, okay. Am Start, da haben sie gemeint, ja, sie müssen hier anfangen, hier die Leute zu ganken und so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bin reingeritten, ist einer abgemountet direkt neben mir und habe mich angegriffen, habe ich ihn weggeputzt. Ich war bei ja, 60-70% live circa, kommt er wieder vom Friedhof und versucht's wieder, putzen wieder weg. Das war so geil. Was für Level war dir? So. Ich war 40, er 39. Na, das geht ja. Und danach habe ich dann ganz normal gequestet und auf einmal greift mich da so ein Krieger an, zieht mich weg vom Mob. Mhm. Und ah ja, ich drehe mich rum, hau auf ihn drauf und sehe von hinten, ey, da castet noch einer auf mich. Sind sie so zweit auf mich losgegangen, habe ich trotzdem mit Ach und Krach habe ich beide weggeschossen. Erst habe ich den Krieger weggeputzt und dann bin ich auf den Stoffi los, das geraucht hat. Das war schon cool. Und knapp überlebt, aber das war schon eine geile Aktion. Vor allem war es ein richtiger Push für mich. Hab ich mich richtig drauf gefreut. Ja, da kannst du dich ja freuen mit 50 dann. Aufs richtige Arena. Schließe 6 Patrouillenmissionen im Kosmodrom ab. Mach ich das mal. Wo ist denn genau das Kosmodrom? Vorhut-Beutezug. Genbu kann mit dir immer spielen, wenn du Lust hast, oder? Oh Gott, was für eine beschissene Farbe hast du denn? Sieht man gar nicht sehr, oh Gott. Und wie lange hält denn der scheiß Kreis? Hey Klicks, grüß dich. Pink ist die beste Farbe. Ja, für manche bestimmt. Oder mache ich das mal hier? Probiere ich es mal. Schieße 6 Patrouillenmissionen im Kosmodrom ab. Müsste ja gehen.
Was schreibst du da? Unsere Gilde ist tot. Wieso denn? Nur weil ich jetzt mal einen Tag nicht gestreamt habe. Ich hab da gesagt, ihr könnt's normalerweise weiterleveln. Kannst du mal weiterleveln. Wenn ich jetzt mal 2 Tage nicht streame, das oder 3, ist es nur, weil ich eine kleine Pause mache. Damit ihr einfach weiterleveln könnt und ich mit 60, mit 50 da alleine rumdümpeln auch keine Lust habe. Doch, Rygar ist ja online, oder nicht? Naja, ich bin gerade nicht online. Okay. Hey, grüß dich, Silvana. Wie schaut es eigentlich aus mit der mit den Warteschlangen? Ich meine, wenn ich online komme, kann ich eh nichts machen. Ich kann 2, 3 Arena-Spiele machen, kann dumm in der Gegend rumreißen und mich langweilen wie die letzte Woche. Von daher habe ich jetzt, sehe ich jetzt keinen Sinn drin, mit 50 einzuloggen. Schließe 6 Patrouillenmissionen im Kosmodrom auf. Das Kosmodrom. War das auf der Erde? Nee, oder? Doch, ist hier. Echt, mit dem Level soll ich die Mission abschließen? Okay, mach mal einfach. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Habe ich kein Geld, habe ich keine Mats und sonst so Klicks. Macht man dann einfach alles zusammen. Handeln ist sehr schwierig, wenn ich irgendwas anbauen muss und das dann 24 Stunden warten muss. Habe ich ja gemacht, habe ich probiert, muss ich 17 Stunden auf Bäume warten, so ein Schmarrn. Ich habe ja 16 Tage das am Stück gezeigt, was soll ich. Ja, gut. Manche verstehen es, manche nicht. Ich habe keinen Bock, um das Gleiche zu erklären. Habe ich ja schon 20 Mal erklärt im Stream. Also los, auf zur Jagd. Ja, aber du brauchst Tönnische zumindest. Negativ. Aber du brauchst zumindest 1, 2 Gold, um überhaupt dir Mats zu kaufen, die ich auch nicht habe. Aber egal. Warum hast Hey, du denn deine Kohle? Satron, grüß dich. Ich kann dir da mal was anpflanzen, kein Samen, nichts. Geh mal questen. Hier will ich hier farmen. Kannst du ja nicht. Du questest, kriegst 30 Silber. Was soll ich mit 30 Silber? Kann ich mir einen Arsch schieben. 2 Stunden Quest mit 30 Silber. Deine Treuepunkte ausgeben, wir werden das mal. Habe ich gemacht, so eine Kiste ausgegeben, sagte man, mir bekomme ich 20 Gold ja, oder. Ja. Ich hab 4 Kisten gekauft und in jeder waren Minimum 2 Gold und in einer war sogar 6 Gold. Und die Tränke und sowas, wo du kriegst, die kannst du auch verkaufen. Gex hat einen schwarzen und grünen Pulli an, wie das aussieht. Das ist kein Pulli, das ist eine normale Trainingsjacke von Adidas. Sowas wie die Fußballspieler auch tragen, wenn sie rumlaufen. Ist ziemlich gemütlich, ist ganz cool hier. Glaubt ihr nicht, der lügt. Der hat einen einen schwarzen und einen grünen Pulli an. Ich hab's Genau. gesehen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ganz normal Sachen gekauft, geskillt, Mats gefarmt, alles Mögliche.
Was man dazu macht? Was habe ich gemacht? Jemand anderem 300 Gold in den Rachen geschoben. Na gut, da. Gegen Blödheit kann man nichts machen. Danke. Ich hab dich auch lieb. Ja, hoffe ich doch. Was trinkst du immer so viel? Alkohol, sonst ertrage ich dich. Ja, stimmt, ich habe mir den Schnaps gekauft. Ich wollte ja Schnaps anbauen und handeln. Aber habe ich dann gemerkt, dann braucht man eine spezielle Bank hier. Werkbank, Bauernwerkbank. Was euer Geist hier an alter Technik scannen kann, Hüter. Verschlüsselte Infos von. Ein Haus bauen. Ich habe ja keinen Platz. Was soll ich jemand 300 Gold geben? Der mir dann Platz für Haus gibt. Ich verkaufe dir den Platz für 300 Gold. Wenn ich das Gold hätte. Kex ist dauerdicht, ja. Ich fühle mich immer so. Wenn es nur so wäre. Ach, du bist ein Tabletten-Junkie. Gib's doch zu. Ja, musste ich eine Zeit lang auf jeden Fall. Ging halt nicht anders. So eine Schraube im Fuß ist nicht ganz einfach hier auszuhalten. Ohne Tabletten. Echt? Traube, Buas. Puh, hier ist los, aber ich. Was ich ja krass finde, sind Level 1, Level 2, die machen an mir voll den Schaden mit den Waffen. Als ich Level 1 oder 2 war, habe ich in Level 20er nicht einmal kratzen können, weil alles immun stand. Aber andersrum ist es nicht so, weißt du, mit den Mobs. Finde ich schon fies. Klar machst du. Ach, hier im Spiel. Oder? Bin ja noch bin ich ja jetzt, habe ich aber nicht jetzt drin hier. Noch passt, ja. Ach, hier, Scan, okay. Aber dass du mit Level 20 so kleine Missionen bekommst, ist auch komisch. Geschafft. Die trauen dir nicht mehr zu. Ist doch eigentlich gut so. Muss ich sagen, die gefällt mir so hier. Aber bis jetzt bin ich ja schon 10 Minuten am Stück online, ohne rauszufliegen? Nee. Kannst du nur. Es geht auf Kaiku, hat sowas. Kannst du keinem erzählen. Ich bin hier.